Ja, ein gutes Ergebnis, um mit dem Mannschaftsbus in den Sonnenuntergang zu fahren. Und damit auch Hallo zum sportlichen Teil der Sendung. Borussia Mönchengladbach gewinnt 2:0 zu Hause gegen den SC Paderborn. Unterm Strich auch verdient, wie ich finde. In eigentlich allen wichtigen Statistiken waren die Fohlen besser und auch die ein oder andere sehr schön herausgespielte Torchance untermauert das. Trotzdem, lange lief das Spiel doch schleppend und es brauchte zwei abgefälschte Schüsse, einmal von Fabian Johnson und einmal von Patrick Herrmann, damit der Ball ins Paderborner Tor kullerte. Aber auch diese Schüsse mussten ja erstmal herausgespielt werden. Ich fand das Spiel in Ordnung, Hauptsache 2:0 gewonnen. Der Anfang war natürlich ziemlich schleppend, fehlt etwas Feuer drin, natürlich andere Aufstellungen gewesen, aber im Großen und Ganzen 40 Punkte, alles gut. Das Spiel war durchwachsen, Arbeitssieg, denke ich. Trotz alledem alles gut, also 3 Punkte, das wollten wir doch, dass alles in Ordnung passt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie gewonnen haben. Also wirklich war zwar jetzt nicht so aufregend das Spiel, aber immerhin haben wir gewonnen, das ist die Hauptsache. Und das war auch gar nicht so unwichtig, was die Situation da oben in der Tabelle angeht. Der dritte Platz wurde gut gefestigt und ein kleiner Vorsprung konnte erarbeitet werden. Ich finde, man kann auch sehen, auch wenn das Europa League aus gerade erst passiert ist, die Jungs zeigen, dass sie auch in der nächsten Saison wieder europäisch präsent sein wollen. Wir haben Ziele. Jetzt können wir wirklich sagen, dass wir unsere Ziele auch erreichen wollen. Und wir wollen nächstes Jahr in die Champions League und das ist unser Ziel. Ja, da hätte ich auch nichts gegen. Die Jungs sind gut drauf. Hören wir noch, was Trainer Lucien Favre zum Spiel gegen Paderborn gesagt hat. Es war insgesamt verdient, unser Sieg heute. Es war viel, viel Ballbesitz. Es hat gefehlt ein Tor mindestens. Wir haben gute Kombinationen gemacht, waren gute Aktionen. Letzter Abschluss hat gefehlt oder letzter Pass. Und Paderborn war und ist immer gefährlich geblieben. Wenn sie die 1-1 machen, nachher, es konnte sehr, sehr gefährlich sein, natürlich. Noch etwas zu dem Team aus Paderborn. Eine Mannschaft, die immer wieder versucht mitzuspielen und auch selber Fußball spielen will. Etwas, was sie den Kollegen vom FC Schalke 04 oder vom 1. FC Gölle momentan wohl voraus haben. Ein sehr sympathisches Team, gegen das ich auch gerne in der nächsten Saison wieder spielen würde. Außerdem haben die Fans es geschafft, den Auswärtsblock im Borussia-Park voll zu bekommen. Das kann auch nicht jedes Team behaupten. Okay, hat jetzt für das Spiel nicht so viel gebracht. Wir waren einfach definitiv zu harmlos vorne im Verwerten der Torchancen. Da hat uns die Durchschlagskraft gefehlt, vielleicht auch das nötige Glück, ja, um einfach so eine Situation mal zu nutzen, um ein Tor zu erzielen. Denn ich glaube, wenn wir ein Tor gemacht hätten, dann wäre auch noch mal so die zweite Luft gekommen. So haben wir schön gespielt. Aber das kann es für uns natürlich alleine nicht sein, guten Fußball spielen, sondern wir müssen ackern, wir müssen Zweikämpfe führen. Und nur so kann es auch in den nächsten Spielen gehen. Und dann hoffen wir darauf, dass wir einfach auch mal ein Tor machen, damit wir ja auch wieder an uns glauben, dass wir auch Tore schießen können. Ich bin dafür, dass Paderborn den Klassenerhalt schafft und wir in der kommenden Saison wieder wunderbare Europa-League-Stimmung in Mönchengladbach haben. Die Richtung sieht insgesamt ganz gut aus. Zuerst aber Fokus bei der Borussia auf Mittwoch. Die Kickers aus Offenbach sind der Gegner im Achtelfinale des DFB-Pokals. Mehr dazu gibt es morgen bei City Vision. Dann feuert bestimmt auch der noch recht neue Berliner Fanclub der Borussia von der Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten Gülistan Yüksel mit an. Zusammen mit ihrem Viersener Kollegen Udo Schiefner wird bestimmt auch in Berlin die Elf vom Niederrhein angestimmt. Zum letzten Spieltag der regulären Saison empfingen die Krefeld-Pinguine am Sonntagnachmittag die Grizzly Adams Wolfsburg. Der mit einem Sonderzug angereiste Gast aus der Autostadt war vor der Partie ein heißer Anwärter darauf, in der ersten Playoff-Runde Gegner der Pinguine zu werden. Entsprechend wichtig war die Partie trotz der tabellarisch aus schwarz-gelber Sicht eher klaren Situation, um nicht nur mit einem Erfolgserlebnis in die Endrunde zu gehen, sondern auch ein Zeichen zu setzen und einen möglichen Gegner zu verunsichern. Vor der tollen Kulisse von 6.309 Zuschauern im Königpalast hat das aber nicht geklappt. Das Spiel wurde knapp 1:2 verloren. Damit steht fest, dass man denselben Gegner auch in der ersten Playoff-Runde erwartet. Entsprechend reisen die Teams in die Autostadt, wo man am Mittwoch erneut die Schläger kreuzen wird, ehe am Freitag ab 19.30 Uhr beide Teams sich auf dem Eis des Königpalastes erneut gegenüberstehen. Mit dem Sieg der Belgier und dem zweiten Platz
Von Korea ist gestern die 26. Billard-WM in der Viersener Festhalle zu Ende gegangen. Auf Platz 3 landeten die Türkei und die Niederlande. Nach der Billard-WM ist vor der Billard-WM, könnte man meinen. Aber zunächst muss jetzt darüber gesprochen werden, ob die WM im nächsten Jahr überhaupt stattfinden kann. So wurde zuletzt eine städtische Bezuschussung von etwas mehr als 12.000 Euro von Seiten des Rats abgelehnt. Bürgermeister Günther Tönnissen und die Deutsche Billard-Union wollen aber noch einmal mit der Politik sprechen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen dabei und das war's dann jetzt auch vom sportlichen Teil für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.